Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Sag mal Hallo. Hallo. In diesem Video geht es um den Golf. Wir machen den heute TÜV bereit. Eigentlich ist er TÜV bereit. Eigentlich ist er schon TÜV bereit. Es gibt Sachen, die sollte der TÜV nicht sehen. Ja, wie zum Beispiel diese Lippe. Genau. Wieso schlägst du mein Auto? Ich hab's gestreichelt. Ja, genau. Es geht um die Lippe. Die hat nämlich keine ABE, nix. Die darf man eigentlich nicht haben. Das ist nicht das Problem. Das fällt den meisten nicht auf, weil das auch der Polizei nicht auffällt. Aber, wie manche von euch wissen, beim TÜV muss man auf einem Bremsenprüfstand. Und das geht ein bisschen schwer, ne? Hier passen 4 Finger rein. Ja, genau. Dann nehmen wir euch mal mit. Wir machen heute die Lippe weg. Und das war's dann eigentlich. Ja, vielleicht machen wir noch ein bisschen was, aber nicht noch mehr im Golf. Achso, ja, genau. Aber ihr seht mal, der TÜV hat da noch ein Schätzchen stehen. Und das werden wir vielleicht auch kurz zeigen. Ja. So. Wir haben den jetzt aufgebockt. Ne? Und jetzt legen wir uns mal drunter und gucken mal, wie wir den damals verschraubt haben. Weil hier hat der Schrauben. Und da irgendwo sind die Muttern. Und wir müssen jetzt mal schauen, wie wir an die Muttern kommen. Also, bevor jetzt noch jemand fragt, woher die Lippe ist, weil auf Instagram sehr viele fragen. Die Lippe ist von Flow Design Australia. Die kommt aus Australien. Ich habe daraus Low gemacht. Da stand mal Flow. Ich muss sagen, ich bin eigentlich sehr zufrieden mit der Lippe. Ich bin überall hängen geblieben. Ich meine, zeig mal, wie dick die ist. Allein das schon. Normalerweise ist das ja immer so eine Gummilippe. Die ist richtig. Die ist richtig hart und auch richtig dick. Und hier seht ihr auch die Stege da. Somit sieht das Auto auch optisch viel tiefer aus. Ich habe auf den Tag gewartet, dass die Lippe mal kaputt geht, aber die geht nicht kaputt. Hier sieht man auch, nee, sieht man nicht so gut, gell? Wir zeigen sie euch später. Wenn es ausgebaut ist. Genau. Weil das ist nicht ohne. So Leute, endlich ist die Lippe ab. Ganz kurz. So, man sieht, die ist hier überall richtig mitgenommen. Überall. Überall schon aufgesetzt. Sei es an der Seite. Überall. Hier sieht man es gut. Genau. Ja, das war jetzt eine schwere Geburt, die abzubekommen. Jetzt machen wir noch die Verkleidung dran unten am Auto. Und dann geht es auch schon zum TÜV. So Leute, wir sind wieder. Ey, Bantam Chick Mix, Sören, Bantam. Ta, 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 gib mir was schlimm. So Leute, wir sind wieder zurück vom TÜV. Und ja, er hat TÜV bekommen. So, erstmal so sieht das ohne Lippe aus. Ich habe die Lippe nochmal davor gestellt, damit man sieht, wie die Lippe aussieht. Ja, es sieht halt etwas höher aus, ne? Aber gut, die Lippe kommt eh wieder dran. So sieht eigentlich die Lippe aus. Ja genau, das ist die eigentliche Farbe von der Lippe, aber die ist jetzt verblasst. Und wir versuchen jetzt mit dem Heißluftföhn dann irgendwann die Tage oder Wochen. Wir probieren einfach mal, womit es klappen wird. Vielleicht kann man das dann euch auch berichten. Genau. Aber unser Gedanke war, vielleicht mit dem Heißluftföhn die Farbe wieder rauszubekommen. Ja, mal sehen. Und ich zeige euch mal die neue TÜV-Plakette. Weil ich die so schön finde dieses Jahr. Einfach rosa. Das ist so schön. Ja. Ey, das sieht so schön aus. Und der wird es auch bekommen. Dieses Jahr. Freust du dich? Okay. Ach ja, und übrigens, wir haben ja gemeint gehabt, wir zeigen euch vielleicht oder nehmen euch mit zum TÜV, aber leider, das war sein Feierabendauto. Genau. Und somit war, sage ich mal, die Situation relativ angespannt, weil er nach Hause wollte. Ja, wir haben auch ein bisschen alles schnell gemacht, oder? Ja. Da waren eigentlich zwei Augen zu. Zwei Augen zu, hat er gemeint. Was hat er noch gesagt? Das ist ein Feierabendauto, da sind zwei Augen zu und da habe ich auch schon alles kontrolliert, so einen auf die Art. und deswegen haben wir vergessen, dass er sich mal vielleicht vorstellt, wollte ich eigentlich, und das Schmuckstück, was dort steht, beziehungsweise was er privat fährt, aber das blende ich euch jetzt ein.
Ist okay, ist mein Nachbar, by the way. Sehr okay. Zeit zum Nachhausegehen. Und da ist auch Mini. Boah, vor allem, ich liebe diesen Anblick von hinten, diese Rückleuchten. Also, das eine Auto kommt wieder in die Garage, das andere Auto kommt aus der Garage. Das heißt wieder mal, dass das Video an der Stelle endet. Heute war ein ziemlich erfolgreicher Tag. Ja, ich finde schon. Hallo, wir haben TÜV bekommen. Ja, das stimmt. Dafür haben wir mit sehr vielen Krämpfen in den Fingern die Lippe erstmal abgenommen. Ja. Sind 5 vor Geschäftsschluss zum TÜV gefahren und er hat es trotzdem noch gemacht. Danke an der Stelle. Riesengroßen Dank. Das noch an einem Samstag. Das noch an einem Samstag, ja. Ja. Schon, war schon sehr gut. Dann wollten wir den Mini eigentlich sauber machen, aber Mr. Wash hatte schon zugemacht. Genau. Nein, du hast was vergessen. Was? An der Stelle, wir sind direkt nach dem TÜV zur Halle gefahren und haben nochmal das Auto von vorne geputzt. Stimmt. Was gehört zu einer Hauptuntersuchung? Zu einer Hauptuntersuchung gehört, dass man zum Beispiel, das machen die Prüfer sehr oft am Anfang, die Hupe testet und dann wird Scheibenwischwasser kontrolliert. Danach fand ich das nicht mehr witzig. Plötzlich ist ein Gesicht komplett runtergefahren. Ja. Weil gestern habe ich das Auto noch sauber gemacht. Ja. Gestern extra gewaschen für den TÜV und der TÜV macht es dreckig. Also sind wir vorne hin, haben nochmal mit dem Detailer die Scheibe, Haube, Kotflügel etc. nochmal sauber gemacht. Egal. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir schon am sauber machen sind, komm, lass uns den Mini sauber machen. Oh, der blendet. Der blendet, ja. Dann ein kleines Update dahin. Wir haben gestern, also ich habe die letzten 2 Tage das Gewindefahrwerk wieder ausgebaut, weil knüppelhart, ganz ehrlich. Und dein Lenkrad hat rumvibriert. Genau, von 70 bis ungefähr 120 hatte ich sehr komische Vibrationen im Auto. Also nicht nur das Lenkrad, sondern Stimmt. das komplette Auto hat vibriert. Die Fehler sind jetzt komischerweise mit der Höhe behoben, obwohl ich dieselben Felgen und Reifen drauf habe. Sprich, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das Fahrwerk war nicht so geil und Minis sind eigentlich ab Werk schon härter. Ja, der hat ja noch diese 10 mm Tieferlegung durch die Spicy Edition. Ich werde wohl damit leben müssen. Mittwoch eine Achsvermessung und dann ist hoffentlich Sprung mit dem Auto und dann könnte und sollte ich es einfach nur genießen. Die Höhe, warte mal, sag mal die Mini. So sieht es gerade vorne aus und hinten sieht es so aus. Also ich finde, hinten sieht es echt nicht schlimm aus. Okay, vorne auch nicht, aber halt, ne, etwas höher. Was? Das ist ein scheiß Bus geworden, Mann. Hör doch auf. Ist halt so. Das ist das Problem. Ist halt so. Nein, hinten sieht er gut aus. Auf jeden Fall, Leute, als nächstes, was uns demnächst erwartet. Heute sind meine Reifen angekommen für Cabrio-Hinterachse. Genau. Dann ist noch der Kühler angekommen. Ich habe noch einen neuen Kühler bestellt. Wenn ich schon am Kühlsystem bin, habe ich gesagt, komm. Also für den Cabrio. Genau, für den Cabrio auch. Es ist ja nicht, es ist ja kein Einzelfall. Das ist ein Kühlerplatz beim E36, da gibt es genug Videos im Internet, zum Beispiel das hier. Oh! Genau an der Stelle würde ich nicht gerne meine Hand verbrennen. Ja, deswegen habe ich gesagt, komm, neuer Kühler. Und dann hat Budak an der Stelle auch nochmal ein riesengroßes Dankeschön, mein Bruder Herz, mir eine Messing-Entlüfterschraube geschenkt, sodass das auch wieder ein bisschen wertiger aussieht im Motorraum. Allgemein, der neue Kühler, der wird so viel ausmachen an der Optik, das ist schon, wird sehr geil. Aber ihr werdet das alles schon sehen. Yes, an der Stelle, wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst, was zu tun ist. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, auch da wisst ihr, was zu tun ist. Nein, nicht einfach nicht abonnieren, sondern abonnieren. Und ja, ansonsten schreibt einfach mal in die Kommentare, was euch gerade durch den Kopf geht. Wie findet ihr den Golf ohne Lippe? Sollen wir sie dran machen oder sollen wir es sein lassen? Warum guckst du jetzt so? Ich will die Lippe wieder haben.
Wir sollten das Video mal beenden, weil ich kann nicht mehr so stehen. Okay. Das Auto ist ein bisschen tief, ne? Bisschen? Bisschen. Dann müssen wir zum Mini, ist doch ein Bus. Da, guck mal, da hast du recht. Also Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Video. Tschüss.